Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gone Home. Ja, wir sind hier. Wir haben gerade eben rausgefunden, dass dieser Schädel von Lonnie ist. Den hatte ich eigentlich schon wieder total vergessen, muss ich gestehen. Ich mache mir wieder ein bisschen ordentlich. Sollte, ah ja, nichts. Ja, wir haben in der letzten Folge auch rausgefunden, dass unser Vater wieder schreibt und unsere Eltern gerade auf einem Paarberatungswochenende sind. Und deswegen nehme ich das zurück, was ich über der Pizzaschachtel im Esszimmer so gesagt habe. Und ich finde es okay, dass sie nicht da sind. Weil das ist wichtiger. Aha. Hier haben wir also den Ouija-Brett-Abend. Oder da, wo sich die beiden getroffen haben, um mit Onkel Oskar zu reden. Und ja, ich sehe den Schlüssel da auch schon. Ja, Besessenheit und Exorzismus. Auf das übernatürliche Einwirken und unerwünschte Geister befreien. Der Noted, wie heißt es denn? Der angesehene Psychologe, die angesehene Psychologin Christine Quinn wird den Leser durch, also leiten durch die Detektion von Spirit Possession, also Detektion von Besessenheit in einem selber und anderen, die Freisetzung von Gott, Displaced and Trapped, also die Freilassung von falsch abgelegten Geistern und gefangenen Geistern, Displaced, verlorene und gefangene Geister, denke ich, und die Prozeduren, die für einen erfolgreichen Exorzismus benötigt werden. Die Heilung von verlorenen Seelen ist ein besonderer Fokus. Also geliebte und lokale Gestalten zur nächsten Ebene fortzubewegen, ist manchmal das Wichtigste von einer spirituellen Reinigung. Eine faszinierende Erforschung und von Prozessen, die uns mit der anderen Seite verbinden, mit wirklich praktischem Nutzen. Okay, ein Handbuch zur Geister-Dingsen. Honey Shapes und die Foot Pyramid. Ach, wonach war die nochmal? Ich weiß es nicht. Nicht nach Pavlov, das weiß ich. Ah, das Namensschild von Oscar. Der gute Oscar Mazan. Und das ist. Ja, der Isa. Der gute. Können wir jetzt. Wenn ich jetzt das Ouija-Brett, das liegt ja oben. Ich muss es mal eben ausprobieren. War das jetzt oben oder lag das hier rechts? Hier rechts war die private Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, was ich mir davon verspreche, aber irgendwie gehört sich das gerade so. Frag mich nicht warum. Da ist es. Ich bring das mal wieder nach unten. Ja. Ey, das gehört da oben auch nicht hin. Das ist ja unordentlich, was man da macht. Und deswegen kommt jetzt das Brettchen hier mit rein. Vielleicht können wir auch ein bisschen mit Oscar reden. Ja. Okay, ich dachte gerade, damit spielen steht da. The sunset light in this house is the saddest thing I've ever seen. I just want to sleep. When I'm in the attic, it almost feels like Lonnie could still be here. She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic. And wait. Ich habe so ein bisschen erwartet, dass jetzt hier Sam sitzt. Ach ja. Sam, ich werde nie vergessen, was wir hatten. Bleib stark. Zeig's allen richtig. Ich liebe dich, Lonnie. Ach Mann. Oh my God. Katie, I
fell asleep in the attic, in Lonnie and my old spot, and I missed the first two calls. I just barely caught the third one before the machine got it. And it was Lonnie, on a payphone. She'd been on the bus to Basic, and she said she couldn't think of anything but me and us, and that she couldn't go through with it, with the army and being a part and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, "Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere for us." And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Ach ja, ich habe ja gesagt. Das lässt auf jeden Fall die ersten beiden Nachrichten, die wir da gefunden haben, in einem anderen Licht aussehen. Erscheinen, auch genannt. Ach ja. Aber man hatte wieder recht. Die sind doch zusammengekommen. Ich finde das gut gerade. Ihr lässt sie gerade ihre Fotos noch. Ja. Okay, hier, Private First Class. Die war schon befördert worden, die gute. Und das Foto ist zwar mega kitschig, aber vor allem hier mit dem abgebrackelten Nagellack, aber so ist das. Voll hübsch, voll niedlich. Ach ja. Master okay, Fotokopien. Und noch mehr Fotopapier. Aber klar, dass sie hier ganz viel Fotopapier hat, aber das müsste hier ein bisschen dunkler sein. Dann könnte es erst funktionieren. Vor allem die Lampe. Ich hätte hier einen Vorhang gehängt. Boah, ich glaube, das wäre so mein Lieblingspunkt in dem Raum, in dem ganzen Haus. Briefe an Katie. Katie, I'm so sorry that I can't be there to see you in person, that I can't tell you all this myself. But I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did. And that you won't be sad and you won't hate me. And you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again. Someday. Love, Sam. Ja, das war ja Gone Home von The Fulbright Company. Ich habe es am Anfang ja gesagt, war so ein bisschen hier. Übrigens, Sarah Grayson, wahnsinnig gute Voice Actorin. Actorin. ja, ich hatte am Anfang gewusst, dass das so ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen langsamer auch. Man ja, einfach nur ein bisschen hin und her läuft und mal rausfindet, was da passiert ist. Aber ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, ich saß hier ein paar Mal mit Gänsehaut. Doch, also, sehr schön erzählt, sehr schön auch, ja, gemacht. Was soll man dazu sagen? Ich versuche jetzt so ein bisschen über die Musik halt zu reden. Aber was ich aber so witzig finde, ich muss es ja nochmal kurz sagen, also wir haben ja den Brief im Keller gefunden von dem Vater an unseren Vater, also von unserem Opa, wo er sich darüber beschwert, dass sein Buch zu sehr Deus Ex Machina bemüht. Und ich hatte es da ja schon erklärt und hier, ja, diese Story macht genau das Gleiche. Das baut die ganze Zeit diese Spannung auf, so, was ist mit Sam, was ist mit Lonnie, also wie können die jetzt doch noch zusammenkommen?
Ja, und dann kommt hier Deus Ex Machina, das Mädchen, was eigentlich immer gesagt hat, sie geht zu Cats. Was? ja, geht zur Army, sagt sie immer. Und jetzt sagt sie, nee, ich kann nicht, ich steige bei Salem aus. Ja. Ein wenig, ja, Deus Ex Machina-rig, sag ich mal. Ja, thanks for playing, ja, thanks for programming, sag ich nur. Ich fand's gut. Mir hat's sehr gefallen. Ich hoffe, oder ich sag mal so, der bis hierhin durchgehalten hat, der kann auch nicht ganz abgeneigt sein. Und deswegen, ja, haben wir diesmal eine relativ kurze Folge, glaube ich. Ich wusste nicht, dass das Ende jetzt so abrupt kommt, aber kann man halt nichts machen. Ja, und hier sieht man eigentlich das Artwork von dem Hauptmenü, finde ich auch relativ stark, muss ich doch sagen. Nee, ja, was bleibt noch zu sagen? Ja, wir haben, Gott sei Dank, der Vater ist nicht mehr, okay, er hat 15 Jahre lang als Werbetexter gearbeitet, aber manchmal, ja, manchmal muss man halt durchbeißen, durchrackern, irgendwie weiterkommen. Also weitermachen erstmal. Bevor man weiterkommt, muss man erstmal weitermachen. Und ja, er wurde zufällig entdeckt. Glück und Zufall kamen da zusammen. Und dann daneben die hart arbeitende Mutter, die halt, ja, hat es irgendwie auch geschafft, vor allem mit dieser kontrollierten Brandrodung, wo sie sich wohl hervorgetan hat und jetzt Bezirksleiterin ist von Oregon, war es, glaube ich, ja. Ja, und natürlich, dass Sam und Lonnie doch zusammen abgehauen sind. Ich finde es ein bisschen schade, dass das sein musste, aber so ist das halt, ne? Oder so war das damals. Ich weiß nicht, ich hoffe, also zumindest in meinem Umfeld hat sich das gebessert. Ich hoffe, dass es auch im weiteren Umfeld ein bisschen, ja, freier betrachtet wird, gerade diese ja, lesbisch oder homo, ja, homosexuelle Lebensweise, so, das war das Wort. Schade, dass sowas nötig sein muss, dass man sich dann von der Familie absagen muss, also, naja. Aber ich möchte wetten, dass das jetzt nicht nur ein Computerspiel war, sondern auch in echt häufig passiert. Und deswegen eigentlich ganz schön, dass das hier so ein bisschen beleuchtet wird. Und, naja, ich will jetzt auch nicht weiter schwafeln. Ich sage einfach mal soweit, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat ein wenig gefallen. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Projekt, hoffentlich. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.